Hier, kleine Flugstunde. Kann man da runterjumpen? Boah. Gerade noch gesehen. Ja, was willst du denn da, hä? Schön runterkommen. Oder halt auch nicht. Ich hab's kommen sehen. Ich hab das so was von kommen sehen. Ist das jetzt eigentlich überhaupt ein Hauptboss gewesen oder... Was habe ich da eigentlich umgenietet? Da ist irgendwas hinter mir. Weil ich meine, der fühlt sich jetzt nicht unbedingt gerade wie ein Hauptboss an, aber ich kann mir vorstellen, dass der einer mehr oder weniger war, einfach weil, naja. Der stand halt im Weg und den musste ich umnieten, sonst komme ich nie weiter. Aber der fühlte sich halt nicht irgendwie wirklich wie ein Hauptboss an. Eher so wie dieser eine komische Radagon-Hund-Fuchs, wie auch immer, den man da in... Raya Lucaria hatte, bevor man dann Gott, wie hieß sie nochmal? Grenada? Oh Gott. Wo man halt dann wo man neu umskillen kann. Komm gerade nicht auf den Namen von dem Boss. Gibt ja mehrere Charakter, die halt ähnlich klingen. Rani ist da die Ausnahme. Da hast du dann Renner, dann hast du Renala, dann hast du... was war der andere Name? Relana? Relana war, glaube ich, dieser eine Boss hier im DLC. Oh, jetzt tingelt der da hinten auch noch rum. Au, ja, schön wieder ein Piercing ins Gesicht gekriegt. Ich will hier weg. Hier zu kämpfen ist auch nicht unbedingt gerade ideal. Aber besser als nichts. Habe ich da wirklich diesen Pfeil da im Unterarm stecken? Er ist da irgendwo um Eck. Jetzt habe ich auch noch irgendwas im Auge.
Mami, ich glaube, Hasi ist kaputt. Ich glaube, seine KI war gerade auch ein bisschen überfordert. Was war das denn? Was war das denn für ein Blödsinn? Noch so ein goldener Schuh, okay. Guckt da die ganze Zeit da in die Ecke dahin, greift plötzlich einfach gar nichts an. Da liegt ein Item, okay. Da liegt auch irgendwas. Achso, und da sagt noch einer mal irgendwann, KI ist die Zukunft, ne? Klar. Guck dir KI hier an. Da ist ein Gegner, der latscht einfach gegen die Ecke, erhofft sich, dass er irgendwann mal mich findet und greift dann plötzlich einfach irgendwo heiße Luft an. Weil ich stehe ja angeblich da, ne? Ach, die schon wieder. Das ist diese eine Ecke, die man immer wieder als Ladescreen gesehen hatte. Warum sind diese Boote hier? Eine Art Wikingerbegräbnis oder was? Sieht interessant aus und bedrohlich. Diese brennenden Boote geben Geräusche von sich. Wait, what? Ich kann hier runter? Oh. Gib mir ja nichts zum Kämpfen hier. Ich sehe hier gar nichts. Ein Gemälde. Das sieht interessant aus, als würde man aus Caelid irgendwie diesen Baum ansehen. Gebiet der Drachen. Huh. Es heißt, dieser Maler habe Landschaften verewigt, die Sterben in den letzten Augenblicken sahen, bevor der Tod sie umarmte. Die Seele des Malers und die Spuren seiner letzten Momente kann man heute noch entdecken, wenn man den abgebildeten Ort besucht. Keine Ahnung, wo das ist. Scheint aber zwischen zwei Felsen zu sein, die da wie so Spitzen hochragen. Und ich kann da, glaube ich, Saurons Turm sehen.
gehe, glaube ich, erstmal die Treppe hier runter. Da sind ja nur ein paar von diesen Kleinen da am Rumdackeln. Ja, wenn der Gegner so klein ist, dass du ihn einfach gar nicht treffen kannst. Mit einem Sprungangriff. Kann ich die aufmachen? Und wo führt die überhaupt hin? Vielleicht zu diesem einen Bereich. Ach nee, die führt einfach nur wieder zurück zum Nilpferd, okay. Dann wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn ich da jetzt da runter jumpe. Am besten durch das Fenster. Schenkungstalisman des Herrn. Okay, habe ich Agro von irgendwas? Scheinbar nicht, okay. Verbessert das Gleichgewicht nach Verwendung einer Tränenflasche. Okay. Ein Talisman der Godray, den ersten Ildenfürsten, zeigt, der das kostbare Harz erhält. Verbessert das Gleichgewicht nach Verwendung einer Tränenflasche. Der Herr akzeptiert den Saft stoisch, ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen. Nur wenig überraschend, dass der Herr des Erdenbaums einen langen Schatten über die Lande wirft. Okay. Das habe ich beim letzten Mal auch gemacht, aber diesmal sterbe ich nicht. Und gut, dass hier ein paar Gesundheitsbatterien parat stehen. Brauche ich nicht meine Tränen saufen. Erstmal da lang. Eventuell ist das der Rückweg. Eine Leiter? Oh. Okay, cool. Eine Abkürzung. Mehr oder weniger. Ja, doch, eine Abkürzung. Da kann ich dann quasi aus dem Fenster rausjumpen, damit ich so ein paar Gegner skippe. Zwar jetzt auch nicht unbedingt allzu viel, aber besser als nichts.
schätze mal, mehr ist hier jetzt dann wohl nicht mehr. Okay. Ja gut, dann mal fix wieder zu diesem einen Bereich dahin gehen, wo da ein so ein bedrohlich wirkender Typ herumdackelt. Und hoffentlich nicht dabei sterben und 370.000 Seelen dann auch noch verlieren. Das wäre nicht so toll. Oder zumindest nicht ganz verlieren, aber zur Hälfte verlieren. Weil irgendwie muss ich ja dann auch noch dahin rennen, damit ich die wieder einsammeln kann. Wo bin ich denn jetzt rausgegangen? Gibt's zwei Ausgänge? Ach so, okay. Da habe ich wohl gerade einfach irgendwas falsch gedacht. Ja, okay, wenn weiter nichts ist. Hat aber eine interessante Rüstung an. Ob man die von dem farmen kann? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das da oben ist ein ziemlich horniges Viech. Probenlager? Wait, dann willst du mir gerade sagen, dass das hier alles Leichen sind oder was? Die sehen aber sehr versteinert aus. Ja. Whatever. Wobei, warte mal. Müsste ich nicht eventuell... Wobei, will ich diese Seele... Will ich Marikas Rune benutzen? Ich bin mir nicht sicher. Das Teil hört sich irgendwie zu... einzigartig an. Muss zwar nichts bedeuten, aber... Hä? Das muss zwar absolut nichts bedeuten, könnte aber bedeuten, aber dass es vielleicht für eine Quest vonnöten ist. Oh, ich dachte, man könnte hier irgendwo hochjumpen. Ja, sag mal, Kollege. Vielleicht mal ein besseres Versteck für den Hinterhalt suchen. Ich glaube, hier geht's weiter. Okay, die sind scheinbar so ein bisschen zielverfolgend. Ah, hier ist auch noch ein Lift. Der nach unten geht? Weißt du, das ist manchmal lästig, weil ich will immer quasi alles erkunden und wenn ich dann einen Weg finde oder eine Weggabelung finde, so rum, dann denke ich mir halt immer, okay, warte mal, muss ich jetzt hier lang? Muss ich jetzt da lang? Ich kann mich nicht so richtig entscheiden und am Ende nehme ich dann ausgerechnet den Weg, den ich nicht hätte nehmen sollen, weil der wiederum der Hauptweg ist.
Ist irgendwie lästig. Jetzt kann es sein, dass ich wieder den Hauptweg genommen habe. Hi. Ordentlich gerüttelt, aber nicht geschüttelt. gerüttelt. Ordentlich ge... Nee, gerührt. Ich... Wie komme ich von gerührt auf gerüttelt? okay. Hier sind so einige Krüge und... Hat man hier Leute eventuell behandelt, die sind dann irgendwie gestorben und hat die dann präpariert, damit die dann in die Krüge buxiert werden oder was? Funkenwand. Verteilt duftendes Pulver in der Nähe, das nach kurzer Verzögerung starke Funken schlägt. Aufladen, um die Stärke und die Reichweite zu erhöhen. Die Eigenschaften der Funken hängen von der verwendeten Parfümflasche ab. Okay. Eben eine random Wand angerollt. Stein der Sonnenwärme. Was macht denn das? Wobei, kann ich ja nachgucken, indem ich da einfach hier reingehe. Verbraucht FP, um kontinuierlich Verbündete in der Nähe zu heilen. Hält kontinuierlich Chaos, Jünger. Wait, ist... Kann man das benutzen, auch um sich selbst zu heilen? Oder nur Verbündete? Warte mal ganz kurz. Ich stelle mal ein so ein Ding her. Habe ich gerade... Ja, ich habe Schaden bekommen gehabt, okay. Okay, du lässt da so eine Fläche entstehen, wo du dann reingehen kannst und kannst geheilt werden. Ja, ist nützlich, aber bei Bosskämpfen, glaube ich, ziemlich irrelevant. Ist aber nützlich. Ja. Meatball Mike und seine Fleischparade. Oh, hallo. Ich habe den zweiten Angriff gar nicht gemacht, aber okay. Sieht größer aus. Und der guckt mich an. Ich habe keine Ahnung, was es da gerade macht, aber es sieht nicht gut aus. Wait, what? Oh, der ist quasi irgendwas am Casten?
Was hat der gerade da für eine Fleischsuppe gecastet? Iris der Gnade. Schon Bier in der Iris. Auf das Auge eines anderen legen, um das Licht der Gnade als fliehenden Segen zu gewähren. Kann auch verwendet werden, um den Segen einer ausgerüsteten großen Rune zu erhalten. Im Reich der Schatten wurde dieser Gegenstand von den Priestern des Erdenbaums genutzt, um die Furcht in ihren Anhängern zu mindern. Mit Erfolg. Wait, ich habe also jetzt... Ha? Ich habe einmal eine Iris, die quasi einfach meine ganzen Runen frisst und... schaltet dann den Segen der Rusenrune ein. Und dann habe ich jetzt einmal dasselbige Item gefunden, das aber das ohne Runenaufzehrung macht. Oder wieder was? Huh? Ich guck mal ganz kurz was nach. Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie aufgebraucht wird. Es ist im Englischen genauso. Oh. Die werden für Quests auch benötigt, offenbar. Okay. Aber ist sie jetzt, Achso, okay. Wobei, nee, kann ich mir dann eigentlich vorstellen. Ich kann die zwar jetzt nutzen, wie ich gerade lustig bin, denke mal. Aber weil die auch gleichzeitig Quest-Items sind, dürften sie dann verschwinden, sobald ich die dann abgebe. Ich kann scheinbar wohl zwei NPCs finden, bei denen ich jeweils irgendeine Iris scheinbar geben kann und dann auch die Belohnung wohl variiert. Was ich da gerade gelesen habe. Ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr, wie die hießen. Irgendwas, ich glaube einer hieß Jolan oder so ähnlich und der andere irgendwas mit Feuerritter Quelling? Da ist schon wieder Meatball Mike. Kamera, warum guckst du manchmal in irgendeine komplett anderen Ecke? Ich habe eine Gnade gefunden. Weißt du, was toll wäre? Wenn die irgendwann mal wirklich sowas raushauen würden wie ein Leuchtfeuer-Gnaden-Mimik. Oder... irgendwelche Fake-Leuchtfeuer-Gnaden oder was weiß ich, was halt raushauen würden. Weißt du? Es wäre gar nicht mal so verkehrt. Kann man da irgendwo runter? Das wäre zwar mega fies, vor allen Dingen bei Mimics, aber wäre irgendwie auch cool, oder nicht? Lass mich raten, ich muss die kleine Tür nehmen. War ja klar. Oh, hier geht's zu dem Bereich. Ja, die Sache ist allerdings, will ich jetzt wirklich dahin oder will ich lieber erstmal weiter beim Schattenbergfried herumgurken? Ich glaube, ich will erstmal weiter beim Schattenfried
Bergfried herumgurken. Weil es ein bisschen lästig, wenn man dann halt permanent hin und her springt wie so ein Ping-Pong. Weil ich glaube, das habe ich teilweise gemacht in im Hauptspiel. Bin zwar die ganze Zeit da irgendwo am Rumlatschen gewesen und habe mir Sachen angeguckt und irgendwelche Sachen gefunden, bin aber auch immer wieder mal von einem Punkt zum nächsten gesprungen. Vor allen Dingen hat man das dann später dann bemerkt gehabt, wenn ich dann zu irgendeinem Ort hingehe, den ich da gesehen habe auf der Karte, den ich schon länger da hab rumfliegen sehen können und bin da aber die ganze Zeit nie hingegangen, bin dann irgendwann dann mal endlich hingegangen und war natürlich viel, viel stärker zu dem Zeitpunkt. So dass dann halt irgendwelche Bosse in Dungeons oder so dann halt mal null Herausforderungen dargestellt haben. Stimmt, bei der Proben, beim Probenlager, genau. Da konnte ich ja irgendwo hinten lang noch. Ich schätze mal, da ist wohl jemand gerade in den Aufzugsschacht runtergefallen.